Tokio! Die Freude in Japan, sie war überschwänglich. 2,5 Jahre nach der Atomkatastrophe von Fukushima, Freudentänze auf den Straßen Tokios. Und das alles, weil der scheidende IOC-Präsident Jack Rogge im 18.400 Kilometer entfernten Buenos Aires die mit Sehnsucht erwartete Nachricht verkündete. Tokio! Olympia 2020 findet in der japanischen Hauptstadt statt. Die Nachricht versetzte die Menschen dort in Ekstase. Endlich, ich fühle mich glücklicher als je zuvor. Es ist sehr lange her, dass ich so glücklich war. Bei den Verlierern hingegen herrschte Entsetzen. Kopfschütteln in Madrid, nachdem Spaniens Hauptstadt schon in der ersten Runde ausgeschieden war. In Istanbul, wo viele voller Zuversicht gewesen waren, schlug alles schlagartig in Frust um. Tokio hatte doch schon alles. Hier hätten die Menschen allerdings frischen Wind gebraucht, aber den wollten sie uns nicht geben. Will Tokio die Spiele in 7 Jahren wie geplant ausrichten, muss es sich ins Zeug legen. 20 von 35 Sportstätten müssen noch entstehen. Die Pläne sind ambitioniert, aber sie versprechen stimmungsvolle und kompakte Spiele. Wir haben viel versprochen für Olympia 2020, aber wir garantieren, dass wir das auch umsetzen und die besten Olympischen Spiele aller Zeiten organisieren. Ich will allen Japanern danken. All of Japanese, yeah. Wohl selten wirkte die Vergabe olympischer Spiele an eine Stadt so sehr wie Balsam auf die geschundenen Seelen wie dieses Votum für Tokio. Die Freude vieler Menschen zeigte, diese Wahl scheint einem Land wieder Mut zu machen. Mut, der nach den schlimmen Ereignissen 30 Monate zuvor schon bei vielen verloren war.